nicht nur bei den Spielern, aber bei allen Beteiligten gegen die Wand gerufen habe, wir haben noch gar nichts geschafft. Es ist rechnerisch möglich, dass auch wir Meister werden. Diese Chance wollen wir nützen. Wer wird Meister? Ja, wir natürlich. Showdown in der Red Bull Arena. Herzlich willkommen aus Salzburg-Wals-Sitzenheim zum möglicherweise meisterschaftsentscheidenden Spiel zwischen Salzburg und der Wiener Austria. Ja, letztes Heimspiel in dieser Saison für die Rapidler hier in Hütteldorf und man ist wieder ausverkauft, mittlerweile zum 10. Mal in dieser Saison. Natürlich möchte man sagen, denn gegen Sturm, da ist ja immer was los. Sturm, Rapid, Rapid, Sturm. Und zweitens haben, wie Martin, wie du schon gesagt hast, die Hütteldorfer ja noch diese kleine Mini-Chance auf den Meistertitel. So, seit dem Derby kein Thema mehr. Ich denke, 6 Punkte auf Salzburg und Austria auch noch vor uns. Damit hat sich das Thema erledigt. Das ist sehr schade, auch wenn es rechnerisch natürlich noch eine Chance gibt, glaube ich, dass die sehr gering ist und wir uns lieber auf unsere Spiele konzentrieren, anstatt da irgendwie anfangen zu rechnen. Einer, der sich heute besonders konzentrieren wird, ist Mario Sonnleitner. Der rückt in die Sturm-Startformation, weil Gordon Schildenfeld am Mittwoch ein Cut erlitten hat und heute noch nicht spielen darf, weil das noch zu frisch ist. Mario Sonnleitner gegen seinen zukünftigen Verein Rapid, für ihn aber kein Gewissenskonflikt. Ich glaube, es ist im Profigeschäft so, egal ob es woanders wäre. Man muss immer 100% geben bei jedem Spiel, egal ob ich jetzt nächste Saison bei Rapid Wien spiele oder ob ich bei Sturm Graz bin. Und so werde ich es auch angehen und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und dann wird man sehen, wie das Spiel endet. 100% Profi, trotzdem ein besonderes Spiel? Sicherlich, 100% Profi, weil ich das letzte Mal als Gast hier in Hanapi bin. Ja, wenn es auch nicht mehr um den Meistertitel zwischen Rapid und Salzburg geht, um die Torjägerkrone, da geht es definitiv noch. Ein Salzburger, ein Rapidler, Hofmann oder Jelavic, ich habe nachgefragt, ob es im Team der Rapidler Präferenzen gibt. Das ist überhaupt kein Thema im Moment. Wir hoffen natürlich, dass wir in den letzten beiden Spielen noch viele Tore schießen. Ja, ich muss nicht unbedingt Torschützenkönig werden. Wenn es der Nick Hetzer wird, dann freue ich mich genauso. Und wenn Sie es werden, nehmen Sie es auch? Ja, dann freue ich mich auch sehr und bin auch glücklich drüber. Ja, wir hier im Hanapi-Stadion ausverkauft, freuen uns alle auf ein super Sonntag-Fußball-Nachmittagsspiel, genauso wie hier in Graz, in Salzburg. Ja, in der Red Bull Arena wird heute gespielt zwischen Salzburg und der Wiener Austria und Peter Stöger. Wir haben gehört, Markus Schopp, Steffen Hoffmann den Torschützenkönigstitel wieder schon mitnehmen. Das ist ja eine Seltenheit und wäre zum ersten Mal, dass ein Mittelfeldspieler Torschützenkönig werden sollte. Das ist auch Ihnen beiden versagt geblieben. Wie beachtlich ist diese Leistung von Hoffmann? Unglaublich, muss man wirklich sagen, nämlich auch mit einer Toranzahl, die nicht um die 10 oder 12 ist, sondern wirklich weit drüber. Unglaubliche Leistung, die er vollbracht hat, wenn man bedenkt, dass man gesprochen hat, dass das Frühjahr für ihn nicht so optimal begonnen hat, dass er nicht so gut gespielt hat und dann ist er mittendrin bei denen, die Torjäger sind. Das ist eine tolle Leistung. Ich würde es ihm wirklich gönnen, weil das eine Seltenheit ist, dass wirklich ein Mittelfeldspieler das schafft. Markus, Rapid, die Titelchancen sind die absolute Minimum. Darf man da überhaupt noch sprechen darüber? Ich glaube, für jeden, der Spannung will, wäre natürlich das ideale Resultat heute ein Sieg von Rapid, ein Sieg von der Wiener Austria und ein großes Showdown nächste Woche am Donnerstag. Aber um ehrlich zu sein, die Chancen sind meines Erachtens nicht gegeben. Sie haben in diesen entscheidenden Spielen, wo sie wirklich die Möglichkeit gehabt hätten, sich dorthin zu setzen, haben sie nicht die Punkte gemacht und von daher ist diese Situation auch in Ordnung. Aber weil Sie es ansprechen, wäre natürlich die Möglichkeit, dass am kommenden Donnerstag 3 Vereine noch um den Titel spielen und die Bundesliga hätte für diesen Fall vorgesorgt. Es gibt nämlich neben dem Meisterteller, den wir eingangs schon gesehen haben, den die beiden Herren gehalten haben, noch 2 Duplikate. Also man könnte sowohl in Wien als auch in Graz und in Mattersburg, das wären dann die 3 Spielorte, mit Meistertellern vorsorgen, beziehungsweise dann auch dem jeweiligen Meister gratulieren. Tja, ohne Rauch geht's auch, allerdings nicht bei Rapid gegen Sturm offenbar. Rapid muss gewinnen, dann wird das Ergebnis in Salzburg vielleicht noch relevant für die kleine Titelchance des Rekordmeisters. Ein Meisterstück hat der SK Rapid schon geliefert. Die Wiener werden auch in dieser Saison den höchsten Zuschauerschnitt der Liga zu verzeichnen haben. Das Hanapi-Stadion ist heute zum 10. Mal in dieser Saison
ausverkauft. Ja, und Peter Packholt hat im letzten Heimspiel dieser Spielzeit wieder auf 4-4-2 umgestellt mit einigen personellen Veränderungen. Jürgen Patocker darf erstmals seit Runde 27 in der Innenverteidigung statt Eder ran. Kulowitz rückt zurück auf die Position des Linksverteidigers statt des gesperrten Tonhofer. Jasmin Pelivan gibt im Mittelfeld den einzigen Sechser, da Heikkinen erkrankt ist. Trazan ersetzt am linken Flügel den verletzten Kavlak und Hamdi Salihi kommt als zweiter Stürmer zurück in die Startformation. Gegenüber dem Tarnen und Täuschen beim Spiel gegen Cup-Finalgegner Wiener Neustadt hat Franco Foda für das heutige Spiel wieder 5 Veränderungen vorgenommen. Von einer haben Sie ja schon gehört, Mario Sonnleitner, der zukünftige Rapidler, darf statt des leicht sehbehinderten Gordon Schildenfeld in der Innenverteidigung ran. 3 neue im Mittelfeld. Manuel Weber statt Linker, Mario Kinzel statt Muratovic und Jakob Jantscher statt Klemm, der ab morgen mit der Matura beginnt, und im Sturm neben China ist heute wieder statt Mario Haas Klemmen Lavric. Hier wird noch ein Zeitl dauern, bis die Mannschaften rauskommen auf das Grün des Hanapi-Stadions, bis sich die Rauchschwaden verzogen haben. Deswegen holen wir uns den Ankick dieser Konferenz in Salzburg. Ja, Betonung auf auch schon. 20 Sekunden ist das Spiel alt und Christopher Drazan holt den ersten Eckstoß für Rapid raus. Die Wiener in weiß und grün in der ersten Hälfte von rechts nach links. Da macht Drazan wieder mal seine Schnelligkeit bemerkbar. Lamotte konnte den Flankenversuch dann auf Kosten des ersten Eckstoßes für den SK Rapid noch abwehren. Hofmann. Dann gut geklärt hier vom zurückgeeilten Klemmen Lavric. Und dann steht Hofmann im Abseits. Ja, 8 Tore hat Klemmen Lavric in dieser Saison erzielt. Das letzte allerdings ist schon eine Zeit her, am 20. März. Damals gegen, na klar, gegen Rapid per Strafstoß. Gerade mit einem sehr weiten Abschlag. Patocker erstmals gefragt. 2 Eisenschädel da im Duell. Roman Kinast bei seinem ersten Besuch im Hanapi-Stadion als Gegner von Rapid war hier der Luftgegner von Patocker. Ja, das war zu durchsichtig von Jantscher. Da war Sturm schon in der Vorwärtsbewegung. Glück gehabt, nichts passiert. Boskovic bei seinem vielleicht letzten Auftritt als Rapid-Spieler in diesem Stadion. Gut gelöst. Dober rechts mit. Über mehr als ein Einwurf schaut dabei nicht heraus. Hofmann. Dann wollen sie einen Freistoß, sie bekommen ihn nicht. Schiedsrichter der Partie im Übrigen Robert Schörkenhofer, der bei dem Herrn, den wir gerade im Bild gesehen haben, hier Hamdi Salihi nicht gerade der beliebteste ist. Nicht nur wegen dieser Szene, da war es richtig, weiterspielen zu lassen. Beim letzten Aufeinandertreffen in Graz am 18. Oktober hat Salihi in der Nachspielzeit den vermeintlichen Ausgleich für Rapid erzielt, den Robert Schörkenhofer fälschlicherweise nicht anerkannt hat. Richtigerweise geht es jetzt weiter in unserer Österreicher Rundfahrt in Runde 35. Nächste Station der Sky-Konferenz ist Ried. Da gab es schon 2 Torschüsse des SK Sturm auf den Kasten von Rapid. Das war der bessere durch Jakub Jantscher, aber auch keine Herausforderung für Raimund Hedl. Noch kein Schuss auf den Kasten von Christian Grazer, trotz seiner klaren Feldüberlegenheit der Wiener. Aber so an der Strafraumgrenze ist dann meistens Schluss mit lustig. Sturm verteidigt hier sehr geschickt in der Anfangsphase. Nimmt vor allem die Kreativspieler Rapids, Hofmann und Boskovic, hier in die Zange. Die beiden kommen noch nicht so wirklich zur Geltung. Sehr gut zur Geltung kam des Öfteren schon Jürgen Patocker, der immerhin 4 seiner bisherigen 5 Zweikämpfe gewonnen hat. Also hier der Abwehr richtige Stabilität in der Anfangsphase verleihen kann. Jetzt kontert Rapid mal, aber der Pass zu steil für Salihi. Grazer hat er gut mitgespielt. Knapp 12 Minuten um, noch kein
Treffer hier im Hanapi-Stadion. Wohl auch noch keiner in Wiener Neustadt. Da geht es in dieser Konferenz nämlich auch noch hin. Da gab es den ersten Aufreger im Strafraum von Sturm. Die Flanke von Trazan zwar zu weit, landet dann aber bei Hofmann. Und dann Salihi gegen Sundleitner. Für mich richtige Entscheidung, keinen Strafstoß zu pfeifen. Außerdem war Salihi beim Abspiel von Hofmann aus meiner Sicht im Abseits. Sturm kommt immer wieder zu Freistoßgelegenheiten in der gegnerischen Hälfte. Vor allem, weil Pelivan schon ordentlich dort reinholzt. 10 Fouls, mittlerweile 7 davon hat Rapid begangen. Janschas nächster Versuch bei Freistoß und auch der landet wieder vorangegangener Tor in den Händen von Raimund Hedl. Und jetzt haben wir ein Tor mit Jubiläumscharakter, Gerfried. Auch noch 0:0 im Hanapi-Stadion, aber der Rapid-Druck, der nimmt zu. Vor allem gehen die Wiener bei Ballbesitzsturm in der Grazer Hälfte schon sehr früh drauf. Und nach einer Standardsituation gab es auch eine gute Chance. Siehe Trazan spielt den Freistoß schnell ab auf Hofmann, der auf Boskovic in der Mitte lauert. Salihi, aber da bringt Christian Grazer gerade noch ein Körperteil dazwischen. Von Sturm offensiv nicht mehr viel zu sehen. Die Grazer jetzt hauptsächlich mit Defensivaufgaben beschäftigt. Kulowitz. Dann musste Jelavic den Retourgang einlegen. Pelivan mit der versuchten Spielverlagerung, aber viel zu ungenau, um Andreas Dober da ins Spiel zu bringen. Immer wieder gibt Hofmann auch Anweisungen an seine Kollegen, die hinter ihm agieren, wie sie denn bitte den Ball zu spielen haben. Tor in Linz! Na, 501, Ausgleich. Ja, da gab es jetzt doch einen Aufreger in der Rapid-Hälfte nach langer Zeit wieder mal. Raimund Hedl ist noch angeschlagen, jetzt allerdings auch ein Sturmakteur. Rapid spielt weiter. Salihi links wäre Trazan ganz blank, aber Salihi sieht ihn nicht. Was macht Mario Sonnleitner? Spielt er den Ball ins Aus? Ja, er tut es und damit kann Jakob Janscher wohl verarztet werden. Raimund Hedl auch. Wir können uns diese prickelnde Situation gleich nochmals in einer Verlangsamung ansehen. Kinzel mit dem Pass auf Lavric und der steckt dann durch hier für Weber. Hedl kommt raus, verletzt sich in dieser Aktion. Salmutter hat die Möglichkeit auf ein Field Goal, nützt sie aber nicht, weil da hinten Stefan Kulowitz für seinen angeschlagenen Torhüter in die Bresche springt. Also hier gibt es Verletzungsunterbrechungen, rollt in Ried der Ball. Und zwar einen Blick zurück auf diese Aktion Weber gegen Hedl. Das war ganz schön schlimm, dieser Tritt von Manuel Weber mit der Sohle auf das Schienbein von Raimund Hedl. Helge Peyer heute nach langer Zeit wieder mal im Kader, hat schon vorsichtshalber aufgewärmt, sich dann aber wieder niedergesetzt, denn der Mundl beißt auf die Zähne. Mittlerweile die Spielanteile auch hier klar verteilt, 60% Ballbesitz Rapid, allerdings mehren sich auch die Fehler beim Spiel in der Vorwärtsbewegung unter den Akteuren des österreichischen Rekordfußballmeisters. Sturm gewinnt mehr Zweikämpfe, bleibt somit im Spiel, macht Rapid das Spiel schwer. Salihi, immer wieder Lamotte, der da ein Bein dazwischen bekommt und jetzt bekommt Manuel Weber auch den Freistoß für den SK Sturm. Nach einer Attacke an Weber gab es übrigens die erste gelbe Karte dieser Partie für Yasin Pelivan. Feldhofer, der hatte kurzfristig Probleme mit der Sicht, aber mittlerweile ist alles wieder in Ordnung. Naja, die Saison zieht sich schon wie ein Kaugummi, darunter leiden auch die Sehnerven, nicht nur bei den Kickern. Ja, Branko Boskovic, der gut in diese Partie gekommen ist, läuft mittlerweile hier als Passagier hinterher. Zwar viele Ballkontakte, aber er macht nichts draus.
auf der anderen Seite Salmuta und da war Summer dran, das war gut so für Rapid, denn hinter ihm lauerte schon wieder Kinast. Jancha. Mutige Grätsche von Tober mit beiden gestreckten Beinen. Spiel läuft weiter. Drazan hat nach langer Zeit wieder mal gut Platz, zieht aber in die Mitte. Jetzt erst raus auf den Flügel und da ist er schon wieder zweiter Sieger gegen einen hervorragend spielenden Fabian Lamotte. Hofmann, der macht unglaublich viele Kilometer wieder mal und bringt sich jetzt selbst wohl in eine vielversprechende Freistoßsituation. Fall von Weber, da gibt es wohl keine Diskussion. Jancha jammert. Weber mit beiden Händen zunächst dran am Rapid-Kapitän und dann, als er den Haken ansetzt, wird er auch umgegrätscht. Drazan bei den Fouls aufgeholt, 8 von 18 mittlerweile, Freistoß Hofmann, das ist gut, aber da war einer noch besser und der heißt Ferdinand Feldhofer. Jancha, Ball in die Spitze, wieder kein Abseits, Kinas, Tedel mit den Fingerspitzen dran. Also Sturm kommt hier zu Kontermöglichkeiten, Raimund Tedel allerdings sehr aufmerksam und mittlerweile auch wieder auf 100%, was die Fitness betrifft. Hat es etwas gehabt, Roman Kinast mit einem Treffer hier im Anapi-Stadion. Aber er wird noch Gelegenheit dazu bekommen, auch wenn diese Runde bis jetzt speziell, was die beiden Topspiele betrifft, sehr mit Toren geizt. Endlich mal einer aus der Distanz abgefeuert von Boskovic. Allerdings auch niemand da, der hätte Grazer den Ball unglücklich nach vorne abprallen lassen, weiter abprallen lassen, daraus Kapital schlagen hätte können. Salihi war da 7 Meter entfernt. Wir sind hier noch genau 8 Minuten von der Beendigung der ersten 45 offiziellen Minuten entfernt. Roman Kinast nimmt nochmal Fahrt auf gegen Summer. Kinasts Flanke wohl zu weit für Sturmpartner Lavric. Es gibt Abstoß in der Konferenz, geht's zurück nach Salzburg. Ja, wer später beginnt, ist länger auf Sendung. Wir haben hier erst 43,5 Minuten absolviert. Nach wie vor 0:0. Nach wie vor Rapid spielbestimmend, aber ohne den entscheidenden letzten Punch, und die Grazer haben sich wieder sehr geschickt in dieses Spiel zurückgekämpft. Jetzt allerdings sind sie etwas stretched. Kinzel muss da Jelavic hinten nachhecheln. Hofmann wollte gleich wieder Jelavic einsetzen und hat dann hier zumindest die Absicht erkennen lassen, ein Foulspiel begehen zu wollen. Robert Schörnhofer zeigt allerdings Branko Boskovic die gelbe Karte für diese Geschichte mit Jancha. Rotspur, wenn du nicht spurst, dann kriegst du Watschen. Manch ein Schiedsrichter würde das als Tätlichkeit auslegen. Jancha war manns genug, nicht theatralisch umzufallen. Lassen wir das mal so stehen. Die zweite gelbe gegen Rapid am heutigen Nachmittag. Die letzten Sekunden der offiziellen Spielzeit in Hälfte 1. Es gab natürlich eine längere Unterbrechung bei der Verletzung von Raimund Hedel. Also es wird hier im Gegensatz zum Spiel in Salzburg eine Minute Nachspielzeit geben. Und es gibt noch einen Freistoß für Rapid. Niki Zajelavic auch gut auf den Beinen, auch wenn er jetzt von selbigen geholt wurde durch Ferdinand Feldhofer. Beide Rapid-Stürmer versuchen auch immer wieder den Ball aus dem Mittelfeld zu holen, selbst nach vorne zu bringen, nachdem über die Flügel, speziell über links, wenig geht, weil dort Drazan gegen Lamotte keinen Stich macht. Jetzt kommt Hofmann selbst mal über links. Boskovics Flanke, Sonnleitner war dran, Jelavic ist auch dran. Und dann stellt er den Saisonrekord von Marc Janko mit 7 Aluminientreffern ein. Aber dafür gibt es ja noch einen Sturmpartner. Hamdi Salihi mit dem 1:0 in der Nachspielzeit.
Salihis 12. Saisontreffer für Rapid, sein 14. insgesamt, profitiert er natürlich von dieser Verkettung für Sturm unglückliche Ereignisse. Jelavic beim zweiten Ball nicht im Abseits, beim ersten wäre es gewesen, hat aber nicht eingegriffen. Ja, und dann Salihi, der hier schneller reagiert als Feldhofer und den Ball auch genau im langen Eck ablegt. Also da hat sich die Doppelspitze schon mal bezahlt gemacht. Spät, aber doch für den SK Rapid. Und das war's auch mit Hälfte 1. Was lange währt, wird vielleicht für Rapid doch endlich gut. Ja, Peter Backholt hat heute kein Trainingsleiberl gefunden, deswegen versucht er hier mit Sponsoraufklebern uns die Sicht zu nehmen. Ha, 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 wie originell, Peter P. Vielleicht wird es im Studio in Salzburg etwas origineller. Der Überblick für Sie nach 45 Minuten führt Kärnten in Ried mit 1:0. 1:1 unentschieden steht es in Wiener Neustadt zwischen Wiener Neustadt und Kapfenberg. 2:0 führt der LASK gegen den SV Mattersburg und Rapid führt 1:0 durch ein Tor unmittelbar vor der Pause gegen Sturm. Also 1:0 für die. Und Rapid braucht 20 Minuten, um gegen Sturm gefährlich zu werden. Hofmann auf Boskovic, Salihi heute im 4-4-2 wieder in der Startelf, scheitert an Christian Grazer. Sturm im Konter immer gefährlich. Lavic hier für Weber, da kommt Hedl raus, klärt dann Salmuter und Kulovic schlägt den Ball weg. Raimund Hedl nach dem Tritt von Manuel Weber kurzfristig out of order. Helge Peier heute wieder im Kader, hat schon aufgewärmt. Hedl kann dann allerdings weiterspielen. Das Ganze nach 26 Minuten. 11 Minuten später wieder Sturm, wieder Jantscher. Diesmal auf Roman Kinast und der bei seinem ersten Gastspiel als Gegner im Hanapi-Stadion. Zweiter Sieger gegen den wieder ganz fitten Raimund Hedl. Eine Hälfte dauert manchmal länger als 45 Minuten in der Nachspielzeit. Sonnleitner und Salihi gemeinsam für Jelavic. 7. Aluminiumtreffer des Kroaten, der Sturmpartner, macht es dann besser. 1:0 haben die Salihi, 12. Tor für Rapid, 14. Saisontreffer, vorbereitet von Jürgen Patuka. Da geht einiges raus bei Peter Backholt, sein Team führt zur Pause 1:0. Also Rapid macht das, was die Mannschaft machen muss, führt 1:0 durch das Tor von Salihi, sofern wir das hier aus der Entfernung beurteilen können. Wie gerechtfertigt ist das, Markus? Dass Rapid 1:0 führt. Ich glaube ganz einfach, dass Rapid das tut, was sie tun müssen in der Situation. Sie müssen daheim diese Punkte machen gegen Sturm. Sturm ist ein unangenehmer Gegner und man weiß, in der Vergangenheit hat Sturm sehr, sehr oft auch in Hütteldorf gewonnen. Und von daher sind die Rapidler wahrscheinlich sehr, sehr achtsam. Aber ich glaube, mit diesen 1:0 haben sie einmal den ersten Grundstein gelegt, diese drei wichtigen Punkte zu Hause zu machen. Dort, nachdem die erste Hälfte später begonnen hat, auch die zweite natürlich später begonnen. 1,5 Minuten jetzt in Durchgang 2 absolviert. Rapid in Weiß und Grün von links nach rechts. Beide Teams in der Startformation und schon wieder ein neuer Spielstand in Ried. Wie lautet der jetzt? Ja, bevor sich der Kollege Pröll noch einmischt, mache ich es kurz. Weber gegen Jantscher, die Schädelklatsche. Weber gegen Jelavic natürlich, dem ist das nicht so gut bekommen wie Manuel Weber, aber beide sind mittlerweile wieder gut zu Fuß. Manuel Weber in seinem 100. Bundesligaspiel heute schon nah dran, den Rapid-Goalie zu entsorgen, hat sich in der Pause für seinen Tritt an Raimund Hedl bei selbigen entschuldigt. Boskovic mit einem für die Galerie, das hat er fein gemacht, allerdings das Abspiel dann gar nicht mehr so fein. Also ab und zu lässt der Montenegriner ja hier seine große Klasse aufblitzen. Hat jetzt 50 Ballkontakte. Steffen Hofmann im Übrigen hat 51. Sein nächster ist der 3000. in dieser Bundesliga-Saison. Es gibt nicht nur goldene Anchovies, es gibt auch tatsächlich noch eine goldene Ananas in der Tipp 3 Bundesliga, powered by T-Mobile, zu vergeben. Kadilaki klärt hier, der ist übrigens wieder mal der Mann mit den meisten Ballkontakten im Dress des SK Bodegammer Sturm.
Lavric zieht das Foul, bekommt noch eine, nicht aufs Maul, aber aufs Auge. Das war mal ein Foul von Steffen Hofmann, übrigens sein zweites in diesem Spiel und das zweite recht heftige. Ja, wenn Pelivan nicht erlegt, den nimmt der Captain höchstpersönlich. Freistoßmöglichkeit auf jeden Fall. Vier Sturm schon ausgeführt von Jancha. Und das war gar nicht mal so schlecht. Lavric zeigt, ja, ich war da nicht als letzter dran. Schiedsrichter Schörgenhofer ist nicht einer Meinung mit der Sturmspitze von Franco Foda. Abseits war es auf jeden Fall keines. Und Lavric Schulter war hier wohl das Letzte am Ball und nicht der zurückgelaufene Nikica Jelavic. Ja, Stimmung auf der West wieder blendend nach diesem späten Führungstreffer der Wiener. Dann Handspiel von Jelavic, Sturm versucht das Spiel schnell zu gestalten, scheitert bei diesem schnell abgespielten Freistoß allerdings. Suma, Ballverlust. Und dann kommt Kinas nicht an Toba vorbei, nichts mit Konter. Sturm, Wechsel in der Konferenz nach Salzburg. Das stimmt nicht mehr. Steffen Hofmann nach exakt 56 Minuten mit dem 2:0. Der Treffer hat sich abgezeichnet. Rapid hat wieder richtig Druck gemacht. Sturm bringt den Ball hinten nicht kontrolliert raus. Gut gearbeitet von Kulowitz. Dann Hofmann im Zusammenspiel mit Boskovic vor Bayern Feldhofer, vor Bayern Grazei. Rein ins Glück, knapp neben der Stange, saust die Kugel ins Netz. Unglaublich. Saisontor Nummer 19 für den Rapid-Kapitän. Damit hat er die Marke von Antonin Panenka aus der Saison 83-84 übertroffen als erfolgreichster Mittelfeldspieler Rapids aller Bundesliga-Zeiten. Das Spiel nimmt eine klare Richtung, und zwar pro Rapid. Rapid macht alles, um die kleine Titelchance am Leben zu erhalten. Jetzt fehlt zum kompletten Glück nur noch ein Treffer des Erzrivalen in Salzburg. Naja, wie antwortet Sturm auf diesen zweiten Gegentreffer? Mit einer Standardsituation und mit einem Kopfball von Clemen Lavric, der letztlich das Ziel doch klar verfehlt. Aber immerhin eine gute Reaktion der Grazer auf diesen zweiten Gegentreffer. Sturm hat versucht, zu Beginn dieser zweiten Hälfte offensiver zu werden, mehr mitzuspielen, hat Rapid dadurch viel mehr Räume gegeben. Und einen dieser Räume hat Rapid auch spektakulär genützt. Der 170. Spiel für Franco Foda als Sturmtrainer mit Sieg Nummer 75 wird es heute aller Voraussicht nach nichts. Aber eine Gelegenheit hat er noch am letzten Spieltag gegen den dann vielleicht schon feststehenden Meister aus Salzburg. Die letzte Runde am Feiertag natürlich im Rahmen der Konferenz auch bei Sky Sport Austria zu sehen. Ab 15:30 sind wir auf Sendung Ankick, 16 Uhr. Jetzt gibt es den dritten Eckstoß für Sturm in dieser Partie. Ausgeführt wieder kurz von Jakob Jancha auf Salmutter. Und dann die Schussposition für Fabian Lamotte. Aber der ist alles andere als ein Torjäger. Aber diese kurz abgespielten Ecken von Jancha haben nicht nur unsere Kameraleute, sondern auch die Rapid-Defensive heute schon zweimal ganz schön verunsichert. Kopfballabwehr, der hier falsch in die falsche Richtung gegangen wäre. Lavric und Kinzel gleich gedoppelt. Kein Foulspiel am Sturmkapitän, aber dann der Ballverlust von Pelivan in der Vorwärtsrichtung. Kinzel mit der nächsten Möglichkeit da durch zu marschieren. Das macht er und das gibt Strafstoß. Andreas Dober
kassiert dafür auch noch Gelb. Und nach einer knappen Stunde hat Sturm Graz die große Möglichkeit, in dieses Spiel zurückzukommen. Ich denke, die Reklamationen der Rapidspieler sind gar nicht gerechtfertigt. Für Andi Dober ist das Verwarnung Nummer 9 in dieser Saison. Damit ist er am Donnerstag beim Auswärtsspiel gegen Mattersburg nur Zuseher. Da traut er sich nicht zu attackieren, dann tut er es im falschen Augenblick doch. Trifft zwar den Ball, trifft aber auch Kinzel. Jetzt gibt es wegen Reklamationen und wegen Spielverzögerung auch noch Geld für Raimund Hedl. Das ist jetzt natürlich alles eine Sache der Psyche, damit will er den Ex-Rapidler Roman Kinast noch etwas verunsichern. Eine Chance hatte Kinast in Hälfte 1 gegen Hedl auf 1:0 für Sturm zu stellen. Jetzt hat er die Top-Chance aus knapp 11 Metern Entfernung auf 1:2 aus der Sicht von Sturm Graz zu stellen. Noch immer Pfiffe, aber noch immer kein Pfiff von Robert Schörgenhofer. Reine Nervensache. Kinast gegen Hedl, 2:1. Saisontor Nummer 5 für den Kinast-Burm. Und das im 16. Spiel für Sturm. Zum Vergleich, für Rapid hat er in 55 Spielen ganze dreimal getroffen. Und plötzlich ist hier die Partie wieder offen. Nochmals aus dieser Position, das Tackling von Dober kommt sicherlich zur falschen Zeit. Da war Kinzel fast schon durch. Leichte Ballberührung, klare Berührung des Gegenspielers. Für mich geht der Strafstoß in Ordnung. Rapid kommt schon wieder über Branko Boskovic und dann klärt Sonnleitner im eigenen Strafraum. Die Gefahr noch nicht vorbei. Drazans Flanke landet hinter dem Tor. Die Konferenz landet wieder in Salzburg. Letzteres, Steffen Hofmann, Doppelpack, Saisontor 20. Der sagt allen anderen den Kampf an um die Torjägerkrone. Er selbst wieder mal als Einfädler dieser Geschichte. Dann nimmt er Kulowitz mit. Sturm in der Rückwärtsbewegung, Kinzel vergisst da auf Hofmann und fast von der gleichen Grasnarbe, von der schon das zweite Rapid-Tor erzielt hat, macht er hier auf ganz ähnliche Art und Weise das dritte. Also nur 5 Minuten durfte sich Sturm hier über den Anschlusstreffer freuen. Dann gibt Steffen Hofmann dem Spiel wieder eine andere Richtung. Der Sturm hat gut reagiert auf den zweiten Verlusttreffer. Wie gelingt es der Mannschaft, auf den dritten zu reagieren? Vor Steffen Hofmanns 3:1 hatte Rapid schon eine Riesengelegenheit durch Branko Boskovic von der Strafraumgrenze. Schaufelt er dann allerdings unter den Ball und setzt die Kugel auf die Osttribüne. Also die Führung von Rapid ist hier absolut verdient. Da fährt die Westbahn drüber. Daniel Beichler ist seit einer Minute im Spiel, hat den verletzten Salmutter abgelöst. Druckeschitz löst jetzt Auer ab. Noch fast Branko Boskovic mit der Chance aufs 4:1. Grazer pariert, pariert dann auch den Kopfball von Hamdi Salihi. Auf der anderen Seite scheitert wieder mal Clement Lavric bei einem Konter für Sturm Graz. Bekommt er den Ball nicht mehr wirklich gut auf den linken Fuß. Über Sommer landet die Kugel in Hedls Händen. Rapid drauf und dran, weitere Tore zu schießen. Sturm steht davor, hier doch noch ziemlich bös abgeschossen zu werden. Tor in Ried! Naja, was sagt uns Gunter Schwarz jetzt? 2:2 oder 3:1? Rapid, Niki Zajelavic traut sich noch gar nicht richtig zu jubeln. War das oder war es ein Eigentor? Die große Frage. Auf jeden Fall nach einem Eckstoß von Steffen Hofmann ist es passiert. Ball rein in den Torraum. Da könnte auch Grazer hingehen. Ja, vielleicht hat Jelavic mit einer Haarspitze oder einer Trikotfaser den Ball noch berührt. Ich denke eher, das ist Spieltor Nummer 3 für Steffen Hofmann.
Lassen wir uns überraschen, wem die Bundesliga diesen Treffer zuerkennen wird. Fakt ist, Rapid führt hier mit 4:1. Damit ist diese Geschichte endgültig entschieden. Die Meisterschaft wird vielleicht in Salzburg entschieden. Letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Sturm hat noch eine Kontermöglichkeit, aber die interessiert hier wohl niemanden mehr, ob es jetzt 4:1 oder 4:2 ausgeht. Ganz interessant war die Reaktion der Rapid Bank, als die Menschen dort erfahren haben, dass die Austria in Führung gegangen ist. Das können wir ihnen vielleicht noch nachreichen. Ja, Rapid hat noch eine theoretische Chance, den Titel zu holen. Aber da kommt die Info von Sharif Shukrin. Schauen Sie auf die Reaktion von Kolbacher und Bakult, als ob sie gerade eine Todesbotschaft erhalten hätten. Naja, davon, dass Salzburg eigentlich ein reguläres Tor zum Ausgleich erzielt hat, das nicht gegeben wurde, davon wurden die beiden dann nicht mehr informiert. Rapid hat alles getan, um die kleine Chance am Leben zu erhalten, auch wenn die Coaches damit nicht einverstanden sein sollten. Und gewinnt hier gegen Sturm Graz dank eines überragenden Steffen Hofmann, der in der Schlussphase noch Platz gemacht hat für Christopher Trimmel mit 4:1. Zwei Tore Hofmann, ein Tor Salihi. Das vierte geben wir jetzt auch hochoffiziell Nikica Jelavic. Kinas, der Ex-Rapidler, aus einem Elfmeter für Sturm Graz zum zwischenzeitlichen 1:2 erfolgreich. Peter Backholt bittet da seine Spieler auf eine Ehrenrunde. Es ist immerhin das letzte Heimspiel der Saison für Andreas Dober. War es das letzte Spiel der Saison, der steht am Donnerstag in Kapfenberg wegen seiner 9. gelben Karte. 17.400 haben diese Partie verfolgt und wissen mittlerweile auch, dass die Titelentscheidung am letzten Spieltag fällt. Thomas Drogeschitz. Tja, wie gesagt, wenn man mal von den Trainern des SK Rapid absieht. Für die hat offenbar wirklich nur Platz 2 noch eine Bedeutung gehabt. Rapid feiert einen 4:1-Sieg gegen Sturm. Sturm Graz kann am Donnerstag beim Heimspiel gegen Salzburg aktiv in die Titelvergabe eingreifen. Heute hatte Sturm hier wenig zu bestellen. Rapid mit doppelt so vielen Torschüssen, 18:9 mit 9:3 Ecken und mit 60% Spielanteilen. Yasin Pelivan steht auch wieder. Der musste gegen Spielende mit einer Oberschenkelverletzung raus. Das artige Verabschieden der Rapid-Fans von ihrer Mannschaft im Hanapi-Stadion. Ich bin mir sicher, eine Riesenabordnung wird am Donnerstag nach Mattersburg fahren. Vielleicht passiert ja dort das allergrößte Fußballwunder am letzten Spieltag. Das ist die Ausgangsposition. Salzburg nur noch einen Punkt vor der Austria, 3 vor Rapid. Verliert Salzburg in Graz und spielt die Austria gegen Ried nur unentschieden, kann Rapid mit einem Sieg in Mattersburg sogar noch österreichischer Meister werden. Also auch die Rieder könnten da in diesen Titelkampf noch entscheidend eingreifen. Salzburg kann es nach wie vor aus eigener Kraft schaffen. Alle Highlights dieser Konferenz in Kürze bei Alle Spiele, Alle Tore. Es war ein schöner sonniger Nachmittag im Westen Wien. 17.400 Zuschauer mussten allerdings 20 Minuten auf die erste Rapid-Gelegenheit warten. Hofmann nach dem Freistoß von Drazan auf Boskovic. Salihi heute zweite Spitze neben Jelavic, scheitert an Christian Grazai. Sturm spielt munter mit in der Anfangsphase. Weber nach dem Pass von Lavric. Hedel kommt raus und bezahlt das vielleicht teuer. Kulowitz rettet dann beim Salmutterschuss noch. Gott sei Dank kein Gustafsson-Déjà-vu, obwohl Weber da fahrlässig einsteigt. Helge Peier heute erstmals nach langer Zeit wieder im Kader, darf sich wieder niedersetzen. Hedel spielt weiter und Sturm spielt weiter, vor allem im Konter. Sehr engagiert nach vorne. Janča
auf Roman Kirast und der Extrapitler scheitert am wieder fitten Hedel. 37 Minuten sind da gespielt. Offene Partie mit optischen Vorteilen für Rapid. Die Nachspielzeit von Hälfte 1. Jelavic nur an die Querlatte, aber der Ball bleibt heiß. Kommt über Suma und Patoka zu Hamdi Salihi und der macht es besser als sein Sturmpartner. 1-0 Rapid, 12. Tor von Hamdi Salihi für Rapid. Jelavic nicht im Abseits und dann beim Kunststoß von Patoka Salihi auch nicht im Abseits. Feldhofer und Sonnleitner haben das Nachsehen. Erst der zweite Treffer des Albaners im Kalenderjahr 2010, aber der bringt die Rapid-Fans in Verzückung. Der 12. Mann feiert eine 1-0 Pausenführung. Egalität dann zu Beginn der zweiten Hälfte. Sturm versucht nach vorne zu spielen. Rapid bekommt mehr Räume und nützt die. Minute 56. Steffen Hofmann 2-0. Saisontor Nummer 19 für den Rapid-Kapitän. Nach einem wunderbaren Zusammenspiel mit der Brust von Branko Boskovic. Feldhofer attackiert nicht. Grazer ist gegen diesen platzierten Schuss chancenlos. Franco Foda hat was im Auge. Yasin Pelevan dann offenbar auch. Ein leichtfertiger Ball in der Vorwärtsbewegung. Nur 5 Minuten nach dem 0:2. Kienzl nicht zu stoppen. Kienzl, dann kommt die Attacke von Dober und dann kommt der Strafstoßpfiff von Schiedsrichter Schörgenhofer. Gelb für Dober obendrein, seine 9. Der fehlt am letzten Spieltag in Mattersburg. Natürlich hat Andreas Dober, das wird hier zu sehen sein, auch den Ball erwischt, aber diese Grätsche gegen die Beine von Kienzl ist eben mit Strafstoß zu ahnden. Erster Bundesliga-Elfmeter von Roman Kinast. Der erste, den er auch verwandelt. Und Sturm scheint mit diesem 1:2 wieder im Spiel. 5. Saisontreffer für Kinast. Aber Rapid antwortet entsprechend mit viel Druck, mit viel Offensive. Drazan auf Boskovic, der mit seinem schwächeren rechten Fuß noch nicht mit dem 3:1, 66 Minuten gespielt. Aber dann Kulowitz über Boskovic, der Ball erneut bei Hofmann und der trifft aus ähnlicher Situation ins selbe Eck. Doppelpack des Kapitäns, Saisontor Nummer 20, weil diesmal Kienzl nicht entsprechend reagiert. Sturm reagiert auf das 1:3 mit wütender Offensive, mit frischen Kräften. Aber Rapid macht den Sack zu. Eckball Hofmann und der Ball ist drinnen. 76 Minuten gespielt, 4:1. Die Frage nur, wer ist der Torschütze? Und die Lupen geben uns Aufklärung. Der Buckel von Nikica Jelavic gibt dem Ball noch eine kleine Richtungsänderung, damit Saisontor Nummer 18 für den kroatischen Nationalteamspieler. Sturm versucht das Ergebnis noch zu bessern, aber Rapid kommt noch zu Chancen. Kulowitz auf Drazan, ja, und beinahe das 5:1, 86 Minuten da gespielt. 4:1 und dann erfährt Peter Packholt, dass die Austria in Salzburg gewonnen hat. So sieht die große Freude bei ihm und bei Manfred Kohlbacher über das Wahren der theoretischen Titelchance aus. Es war eine Gala-Vorstellung in der zweiten Hälfte von Rapid. Mit diesem 4:1-Sieg bleibt die Mannschaft also im Titelrennen. Dank eines vielleicht Torschützenkönigs dieser Saison. Dank Kapitän Steffen Hofmann. Ja, klarer 4:1 Heimsieg für Rapid im letzten Heimspiel der Saison. Aber Steffen Hofmann, jetzt kann man sogar noch Meister werden. Wie ist die Reaktion? Ja, die Chance wäre noch da, aber ich denke, dass immer noch die zwei vor uns sind und dass wahrscheinlich einer von den beiden bleiben wird. Wir haben heute unsere Aufgabe erledigt, hoffen, dass wir nächste Woche, jetzt am Donnerstag in Mattersburg, das letzte Spiel noch gewinnen können und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ein grün-weißer Albtraum, wenn Violett Meister wird? Ja. Schön wäre es gewesen, wenn wir Meister wären und ja. Alles andere ist mir eigentlich egal. Zwei Tore heute von Ihnen. Jetzt müssen Sie es fast werden, Torschützenkönig. Ja, jetzt ist es so, dass ich zwei Tore vorne bin. Und
Natürlich wäre es schön für mich, ich würde mich darüber freuen. Aber noch mehr hätte mich gefreut, wenn wir jetzt ganz vorne stehen würden. Dankeschön. Danke. 20 Tore, fast ebenso viele Torvorlagen, schon beeindruckend, die Performance von Steffen Hofmann. Unglaublich, muss man wirklich sagen. Hat es ihm noch nie gegeben, deswegen ist er so beeindruckend auch. Spielt wirklich, ist ganz einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei Rapid. Und wenn er funktioniert, dann funktioniert das Spiel von Rapid. Trotzdem nur Zweiter geworden bei der Wahl zum Spieler der Saison von den Trainern, Sportdirektoren und Präsidenten. Ja, das ist, vielleicht haben es die Präsidenten mitentschieden. Ja, also ich bin wirklich ein Fan von Joy. Wirklich wahr, ich habe ihn immer ganz vorne dabei, aber in dieser Saison bin ich der Meinung, dass Steffen Hofmann es wirklich verdient hätte. Ja, also Rapid hat noch Möglichkeiten, Markus, aber ein Gedanke zu Sturm. Sturm heute 1:4 Verlierer gegen Rapid. Hat das aus Ihrer Sicht auch eine Auswirkung möglicherweise für das Spiel gegen Salzburg? Ja, wir haben das Spiel gestern nicht gesehen. Wir sehen das Resultat, das ist auch ziemlich klar. Natürlich, Sturm spielt am Sonntag das Cupfinale gegen Wiener Neustadt und das hat absolute Priorität. Trotzdem glaube ich ganz einfach, dass sich Sturm nichts zu Schulden kommen wird lassen und den Donnerstag genauso angeht wie jedes andere Spiel und versucht zu gewinnen. Ja, wir wollen natürlich hören, wie es die Trainer gesehen haben im Hanapi-Stadion, Franco Foda und Peter Backholt. Und die Minichance auf den Titel besteht noch, wenn alles gut für Rapid läuft. Stolz auf Ihre Mannschaft, dass Sie das noch bis zur letzten Runde hinausgezögert haben? Selbstverständlich. Also wir haben diese Minichance noch und die werden wir natürlich auch versuchen zu nutzen. Gar keine Frage. Also es ist ja vor diesem Spieltag vieles geschrieben worden, Rapid ist abgeschrieben worden. Der Herr Konrad hat ja am Montag eine tolle Sendung geliefert, wo ja Salzburg über alles zum Stehen war und Salzburg wird ihn über die Jahre dominieren und alle anderen sind eigentlich nur so da mit dabei. Also ich glaube, die Berichterstattung ist nicht unbedingt immer fair ausgerichtet, aber wahrscheinlich bin ich derjenige Trainer, der was sich am meisten polarisiert, der was sich natürlich am meisten auch dementsprechend Antworten gibt, aber die Antworten sieht man bei mir in der Bilanz, obwohl ich die Bilanz nicht so gern hernehme, aber die Statistik für einen Peter Backholt bei Rapid spricht schon großartige Leistung, die müssen die anderen Trainer erst einmal in Österreich alle bewerkstelligen. Wie bitter wär's für Grün-Weiß, wenn Violett am letzten Spieltag ganz oben stünde? Die werden nicht oben stehen. Weil? Weil wer andere oben stehen wird. Rapid? Das wird man dann sehen. Was hat Ihnen der vierte Offizielle, Dieter Muckenhammer, heute getan, als Sie den so angefaucht haben? Gar nichts. Ich war einfach mit zwei, drei Entscheidungen. Heute waren sicher Assistenten am Werk, die wahrscheinlich noch nicht so viele Spiele geleitet haben. Das war in Salzburg so, das war da bei uns auch so. Klar, der Herr Schwergenhofer muss sich auf diese Entscheidungen verlassen, was von außen kommt. Aber ich war auch mit gewissen Entscheidungen von Herrn Schwergenhofer nicht einverstanden heute. Und das habe ich nur ganz kurz mit dem vierten besprochen. Aber es war ein nettes Gespräch, wie immer, mit den Schiedsrichtern. Wir haben jetzt aufs Interview gewartet, haben uns die Berichterstattung aus Salzburg angesehen. Was sagen Sie denn dazu? Ja, was soll man dazu noch sagen? Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich möchte jetzt nicht in der Haut von Huub Stevens stecken. Ja, und die Salzburger kommen im letzten Spieltag am Donnerstag nach Graz. Und Sturm wird zum Meistermacher. Wir werden uns jetzt auf das Salzburg-Spiel ganz normal vorbereiten. Allerdings haben wir natürlich drei Tage später das Finale in Kärnten, das Pokalfinale gegen Wiener Neustadt. Alles andere wird man dann am Donnerstag sehen. Gegen Rapid hat man jetzt verloren. Wie wichtig wäre es, gegen Salzburg zu gewinnen? Stichwort Selbstvertrauen im Hinblick auf dieses Cupfinale? Nein, wir haben ja vorher gegen Neustadt und gegen Ried auch gewonnen. Hier in Rapid kannst du natürlich verlieren, aber die Niederlage war unnötig. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit waren wir auf Augenhöhe, hatten für mich die besseren Torchancen gehabt. Zum ungünstigen Zeitpunkt das 1:0 bekommen und dann waren wir einfach in den letzten 30 Minuten nicht mehr so aggressiv und bissig wie am Anfang des Spiels. Das haben wir verloren. Wer wäre denn für Sie verdienter Meister? Verdienter Meister ist der, der am Ende an erster Stelle steht.